Ich rede heute hier über Perlabs, also Deploying Perlabs mit Docker, GitLab, Kubernetes, ein bisschen anderes Zeugs. Why? Okay, also warum überhaupt das Ganze? Also Kubernetes, Docker und so, die ganzen shiny Sachen. Because it's there for fun or profit. New and shiny, also warum machen wir das Ganze überhaupt? Unser tatsächlicher Grund war eigentlich, dass wir ein bisschen mehr Stabilität wollten in unserer Infrastruktur. Wir wollten den Deployment-Prozess automatisieren. Ein wichtiges Ziel war, dass Nicht-Developer auch Deployments machen sollten. Also das hatten wir ein Projekt zu tun gehabt, wo auch quasi Manager unter Anführungszeichen Änderungen minimale machen können und deployen sollen. Wir wollten Topic-Branches deployen können, sodass die Kunden sich die anschauen können, bevor wir sie quasi live schalten. Und wir wollten Deployments rollbacken können, das heißt, wenn ein Rollback Deployment schief geht, auf die vorherige Version zurückgehen. Und okay, Play with the New Shiny war auch ein Ziel. Ja. Ein alternativer Titel für diesen ganzen Vortrag ist, wie ein Old-School-Backend-Developer lernt, Kubernetes zu verwenden. Oder eigentlich, wie ein Old-School-Backend-Developer gezwungen war, Kubernetes zu lernen, weil der Kollege, der es eigentlich gemacht hat, aufgehört hat und jetzt für Google arbeitet. Der Titel war zu lang, deswegen. So. Also ein leicht sarkastisches Danke hier an Cookie, Klaus Itter. That's the guy who did it initially. Also er hat viel von dem Ursprungssetup gemacht, ist inzwischen bei Google. Und ein ganz nicht sarkastisches Danke an Farhad Shabazi, der mir viel geholfen hat bei dem ganzen Kubernetes-Lernen und so weiter. Also lauter geht, langsamer weiß ich nicht genau. Oder brauche ich das andere Mikro? Keine Ahnung. Okay, was ist das Ganze überhaupt? Okay, es geht um Cloud-Ready Perl Applications, es geht um Docker, es geht um Kubernetes, Helm, GitLab, CI. Und ein kleiner Disclaimer noch, das Ganze ist gekürzt und vereinfacht. Also a lot of handwaving hier. Also es ist jetzt, die Sachen, die ihr erzählt, sind nicht 1:1 so umsetzbar, weil es ist sehr kompliziert. Deswegen, aber sollte so ungefähr verstehen, worum es geht. Ja? Aber man kann das nicht 1:1 so verwenden. Okay, fangen wir dann im Theorieteil an. Ah, interessante Frage. Wann haben wir jetzt angefangen? Wie lange habe ich Zeit? Eigentlich bis nach Mittagessen, oder? Also so 2-3 Stunden. Okay, also eine Cloud-Ready Perlab. Perlabs kennt ihr wahrscheinlich irgendwie alle. Cloud-Ready, was ist damit ungefähr gemeint? Es gibt diese schon etwas alte Idee von einer 12-Factor-Application. Das ist eine Webseite, die haben irgendwelche Typen gemacht. Da haben sie Sachen gemacht, die man braucht, um quasi Applikationen Cloud-Ready irgendwie zu machen. Oder eigentlich Software-as-a-Service-Applications. Das ist ganz lustig. Ich meine, ein paar Sachen sind vollkommen offensichtlich. Zum Beispiel der erste Punkt, Codebase, soll ein Version-Control sein und es soll nur eine Codebase geben, also nicht 27 verschiedene auf jedem Developer-Laptop, sondern eine Git-Repository. Okay. Ein paar andere Sachen, die ganz lustig sind, sind okay, Dependencies müssen explizit deklariert werden und sollten irgendwie installiert werden. Das heißt, man möchte nicht irgendwie... Konfiguration, das ist ein bisschen dingsig. Die Konfiguration soll im Environment gespeichert werden, nicht nur in der Konfigurationsdatei, sondern in Environment-Variablen. Backing-Services. Backing-Services meinen Sie alle Sachen, wo Sachen gespeichert werden zum Beispiel. Also Datenbank wäre ein Backing-Service, aber auch viele andere Dinge. Und sie sollen Attached Resources sein, das heißt, das soll nicht alles in der Applikation in einem Big Ball of Mud drinnen sein, sondern soll irgendwie relativ klar sein, okay, das ist die Applikation, das ist die Datenbank, das ist der Cache und so weiter. Execute the app as one or more status process, damit meinen Sie sozusagen, es wird ein Prozess gestartet, nicht 27 pro Applikation. Und das Witzige ist aber halt stateless, das ist das, worauf Sie total viel Wert legen alle. Sie sind stateless und share nothing. Alles, was gespeichert werden muss, muss in irgendeinen externen Backing-Store gehen. Ja, das heißt, nichts darf lokal gespeichert werden. Ein bisschen so ähnlich wie in dem Perl-Web-Browser, den wir vorgehört haben. Kann man ja auch nichts lokal speichern, weil es weg ist nachher. Weil the cloud abhors state. Ja, also das ganze Cloud-Zeugs hasst state und alle Beispiele sagen immer, es gibt keinen state. Wie das ja auch. Und wie man dann die Sachen wirklich speichert, wird irgendwie nie wirklich detailliert hergezeigt. Leider state pays the bills. Das ist irgendwie notwendig, das dann doch zu machen. Okay, also eine Cloud-Ready Perlab sollte sein, einfach zu installieren. Alle externen Services sind nicht hardcoded im Source-Code drinnen. Und es gibt auch keinen lokalen State, alles ist extern gespeichert. Okay. Nächster Theoriepunkt Docker, kennen die meisten eh. Enterprise Container Plattform, ist eine Webseite dazu.
Und da sagen sie, okay, Container ist a standard unit of software, that package up the code und all its dependencies. Damit die Applikation, Wechsel auf Deutsch, leicht woanders laufen kann. Das heißt, die Applikation, alle Dependencies von der Applikation und das Operating System, das die Applikation braucht, in einem Ding, und dieses Ding ist ein Container. Okay, das ist irgendwie meine Interpretation von Docker. Man baut Docker-Container mit einem Ding, das heißt Dockerfile. Man kann Docker-Container publishen in etwas, das eine Registry ist. Also man veröffentlicht diese Docker-Container irgendwo hinein. Man pullt sie aus einer Registry und kann sie dann laufen lassen. Docker selber ist so eine Client-Server-Applikation und eine REST-API. Wenn man Docker tippt auf der Command-Line, dann ist das eigentlich ein Command-Line-Interface, das mit einem REST, das REST-Calls mit irgendwas anderem macht. Nämlich mit einem Server, der auf meinem Laptop zum Beispiel rennt. Das heißt, wenn man Docker installiert, hat man dann auf seinem eigenen Laptop irgendeinen Docker-D laufen, einen Docker-Daemon. Und wenn ich Docker-Build bla 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 mache, sind das eigentlich REST-APIs an diesen Docker-Daemon. API-Calls. Aber alles, was man da macht, wird dann lokal auf der Disk gespeichert. Okay? Ich kann Docker-Images aufrufen, dann sehe ich, was so installiert ist, dass es irgendwie irgendein Zeug, das auf meiner Kiste rumliegt. Ein paar Sachen davon heißen einfach nur My-App oder irgend sowas. Ein paar Teile haben eine URL davor, die sind aus einer Remote Registry. Das heißt, ich kann sozusagen dieses, ein Teil davon liegt nur auf einem Laptop, ein anderer Teil habe ich von irgendwo aus der Google Cloud Registry zum Beispiel geladen. Pull schaut so aus, ich sage Docker Pull und dann irgendein Name von irgendeinem Ding. In dem Fall hole ich mir aus der Docker Registry von Elastic die Elasticsearch Version 6.6. Wenn ich das gemacht habe, kann ich sagen Docker Run, ein paar Parameter, Namen von diesem Ding. Und dann kann ich es verwenden, habe ich in Elasticsearch laufen. Ja, das heißt, das ist wirklich relativ cool, finde ich, um externe Software auf dem Laptop laufen zu lassen, ohne dass ich mich mit Java herumschlagen muss. Dann passt das Ding nicht mehr an Debian und bla bla bla, ist irgendwie sehr mühsam. Okay, ich sage einfach Docker Pull, whatever, und dann rennt das Ding auf meiner Kiste. Das ist nice. Okay, also Docker packt die Applikation in einer Weise ein, damit ich sie leicht woanders wieder verwenden kann. Kubernetes, oder wie ich es gelernt habe, Kubernetes. Heißt Steuermann, also auf einem Schiff. Ist auch die Wurzel des Wortes Cyber, also ist Kyber drinnen. Inzwischen heißt es Production Grade Container Orchestration, ist ein Produkt hier, ja, das man da runterladen kann. Ist Portable Extensible Open Source Platform for Manning Containerized. Witz hier, es ist Open Source, also es wurde ursprünglich von Google entwickelt, mehr oder weniger, oder ist ein Ding aus einem Google-Ding entwachsen, ist jetzt aber ein Open Source-Ding, es gibt verschiedene Implementationen, es gibt ein Mini-Cube, das ich am Laptop laufen kann, es gibt Kubernetes-Dinger, die in Google oder sonst wo laufen, aber es ist Open Source. Und der zweite wichtige Punkt ist, es ist deklarativ, was ein bisschen weird war in meinem Kopf zuerst. Was ich damit meine, ist, man deklariert den Status, den man will, dass die Applikation als Ganzes hat. Und Kubernetes macht dann, also stellt sicher, dass die ganze Applikation in diesem Zustand ist. Ja, also es ist kein Skript, wo sagt, installiere das, installiere das, installiere das, sondern es sagt, ich möchte, dass es so und so ausschaut und das Ding macht, dass es so ausschaut. Bisschen wie SQL. Ist auch eine große API. Es gibt ein Kube-Ding, ein Command-Line-Interface, zum Beispiel das Kubectl, mit dem kann man dieser API reden, das rennt auf meiner Kiste. Sachen, die man auch oft hört, sind Nodes, das sind die Maschinen, die irgendwo laufen, physikal oder virtuell, auf denen dann das ganze Zeug passiert. Interessiert mich jetzt nicht so sehr, was mich mehr interessiert, sind diese Objects, die Kubernetes hat, hat eine Shitload davon. Ein paar schauen wir jetzt mal kurz an. Also ein Object ist eben so ein Record of Intent, also ein Wunsch im Prinzip an das System. Das definiert in einer Object-Spec oder in einem Manifest-File. Das Ganze ist YAML. Ach. Das ist relativ, also das ist jetzt mal so ein leicht gekürzt und vereinfachtes so ein Ding. Das ist ein Deployment, whatever that is. Es hat irgendwelche Metadaten. Es hat eine Spezifikation, wo irgendein Selektor gemacht wird, wo es irgendwelche Tags gibt. Man kann ja anscheinend sagen, okay, wie viele Replikas mag ich von diesem Ding hier? Weil es ein Deployment ist, hat es Replikas, wie viele, also zwei, kommt später noch mehr dazu. Es hat dann hier noch ein Template, wo noch mehr Labels definiert werden, dann hat es noch eine Spec, welche Containers verwendet werden. Im Endeffekt habe ich hier, dass es ein Nginx-Image sein soll. Das, was dieses Ding hier im Endeffekt sagt, also abgesehen, also was das hier sagt, ist, ich möchte bitte zwei Instanzen von Nginx laufen haben. Andere Object Types, also das Wichtigste oder das Kern-Object-Type, irgendwie, die man meistens so, das sind Pods.
Das ist eine Gruppe von einem oder mehr Containern, meistens ist es nur ein Container, die irgendwie eine Einheit sind. Das ist sozusagen die kleinste Einheit, mit der Kubernetes arbeitet, sind Pods. Meistens ein Container. Wichtig, diese Pods sind ephemeral, also vergänglich. Das heißt, die starten, die stoppen, die haben keinen Namen, die haben keine fixe IP-Adresse, die tauchen auf, die verschwinden wieder. Die sind einfach irgendwie so wurscht, aber sie sind halt da. Dann gibt es hier zum Beispiel Deployments. Haben wir zuerst schon kurz gesehen, das sind mehrere Instanzen von einem Pod gemeinsam, und die man sie neu startet. Es gibt Services. Services ist, wie man eine ganze Gruppe von solchen Pods irgendwie ansprechen kann, und Services sind dann tatsächlich stabil. Ja, also die Pods kommen rauf und kommen und gehen, aber der Service bleibt quasi mehr oder weniger bestehen und ist das Ding, mit dem ich rede, wenn ich mit den Pods reden mag. Ja. Es gibt auch noch so Sachen wie Ingress, da schauen wir uns auch noch kurz an. Das ist, wie kann externer Traffic zu einem Service gemappt werden. Und einen Haufen mehr. Also wenn man das kurz als Bild darstellt, habe ich ein Docker-Image, das ist sozusagen das Ding, was ich gebaut habe, meine Applikation. Die packe ich in einen Pod ein. Ich kann mehrere Pods haben, die kann ich dann in so ein Deployment irgendwie zusammentun. Das ist nicht ganz richtig wurscht. Was da ganz lustig ist, ist, was das Ding bietet zum Beispiel, ist, dass ich jetzt sagen kann, ich mag so ein Rolling-Update machen. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Version von dem Ding installiere und ich sage, es sollen immer zwei Pods laufen, macht Kubernetes, dass es zuerst mal einen neuen Pod startet. Wenn das geklappt hat, wird ein alter Pod gekillt, dann wird der nächste neue Pod gestartet, und wenn das geklappt hat, wird der nächste andere Pod gekillt, und ich habe dann wieder zwei neue Pods. Ja, das ist nie der Zustand, dass das System einfach komplett weg ist, weil alle Pods nicht da sind, sondern das geht so irgendwie laufen. Das ist irgendwie ganz cool. Dann gibt es eben diese Services oben drüber, die mit diesen Pods sprechen können. Und das ist irgendwie ein Kubernetes-Cluster. Ja. Ein Kubernetes-Cluster ist aber irgendwie ein geschlossenes System, das kaum Connection zum Internet versichert. Das ist quasi alles in einem internen Netzwerk und ist quasi abgetrennt vom Internet. Das heißt, man will, dass das Internet, was man nicht sieht, da mit dem Ding sprechen kann, kann man dann zum Beispiel diesen Ingress dazwischen schalten, damit das Internet durch den Ingress-Controller über das Service zu meinem Pods kommt. Ja, das heißt, wow, a lot of layers, und das ist nur, also es sind wirklich noch viel mehr. Und dann wollen wir diese ganzen Layers noch dazu multipliziert haben auf verschiedene Environments. Ja, also ich möchte dann sozusagen für Production, Staging, Branches, möchte ich andere Docker-Images in einer anderen Anzahl von Replikas auf anderen Dingen laufen lassen. Das ist wirklich, wirklich viel YAML, das man da schreiben müsste. Okay, aber Kubernetes im Prinzip stellt sicher, dass alle Teile meiner Applikation in ihrem gewünschten State sind und dass sie miteinander sprechen können, damit jeder Teil der Applikation, also jeder Service weiß, wo die ganzen anderen Services sind. Das Ganze heißt Orchestration, also ist ein cooler, fancier Name. Ja. Helm, das ist noch so eine Software. Helm ist, also das ist jetzt ein Ding, da gibt es mehrere Lösungen für dieses Problem, aber Helm ist eine. Managed Kubernetes-Applikationen. Ist im Prinzip Templating für Manifest-Files. Ja, einerseits. Andererseits, Helm hat auch eine Command-Line-Client, hat einen Server, der diesmal anders heißt, der ist Tiller. Und hat dann irgendwas, das heißt Charts, das ist eine Ansammlung von Files, die sozusagen eine Kubernetes-Ressource beschreiben wollen. Das Ganze ist irgendwie Nautical Madness. Ja. Also, ich weiß nicht, Helm ist das Ruder. Ja. Tiller ist das Ding, das das Ruder mit dem Ruder hinten verbindet. Also das Ruder ist quasi das Lenkrad vom Schiff, sage ich mal. Ja. Also ich bin jetzt kein Segler, Entschuldigung. Tiller ist die Stange, ich glaube, es heißt Pinne oder irgend sowas auf Deutsch, die das Lenkrad mit dem Ding hinten verwackelt, das wirklich halt lenkt. Und Chart, okay, Chart ist halt ein Plan, also halt eine Karte, wo man sieht, wie der Kurs gesteckt wird. Ja. Also die haben dieses Kubernetes-Thema ein bisschen... Aber ja. Was sie auch haben, sind Repositories, das sind Ready-Made Helm-Charts für verschiedene Applikationen, also da gibt es sozusagen auch ein Repository mit fertigen Zeugs. Da kann ich einfach sagen, Helm install Postgres und dann passiert Zeugs und dann habe ich einen Haufen von Charts, mit denen ich einen Postgres-Cluster in Kubernetes deployen kann. Ja. Wenn ich das mit der Hand schreibe, wäre ich wahnsinnig, also weil das sind irgendwie wirklich viele Dinge. Und da haben sie halt ein Repository, wo es für viele Open-Source-Lösungen fertige Charts gibt, die dann nachher noch Kubernetes deployen kann. Okay, aber wir können Helm-Charts auch für unsere eigenen Services schreiben. Also zuerst habe ich zuerst schon hergezeigt, diese Replikas. Also wenn ich sage, ich möchte in Production 10 Replikas von diesem einen Container haben, aber auf Staging brauche ich nur 2, weil da brauche ich nicht das Geld rausbrennen, aber die kosten ja auch was, die Dinger. Wie mache ich das? Ich kann in YAML kein if machen. Ja, das ist nur so ein blödes Format. Das heißt, stattdessen macht man sozusagen ein Template und sagt, okay, ich möchte hier eine Variable drinnen haben und hat dann mit Helm sozusagen so verschiedene YAML-Files, wo ich sage, okay, für Production möchte ich 10 Replicas haben und für Staging möchte ich nur 2 haben.
und das Helm füllt dann quasi in diese YAML-Templates die entsprechenden Werte ein. Das Ganze verwendet eine Golang-Package namens TextTemplate, die halt diesen komischen Syntax mit diesen Mustache-Handlebar-Dingern hat. Das heißt, wir haben hier Go-Templates, um Kubernetes-Manifest-Files in YAML zu generieren, die von, aus Data, das in YAML kommt. Das ist irgendwie crazy, meiner Meinung nach. Also, wenn jemand Lust auf ein cooles Perl 5, Perl 6 Projekt hat, wäre das ein wirklich cooles Ding, irgendeine Software zu schreiben, die Kubernetes-Manifest-Files irgendwie auf eine sinnvolle Art und Weise erstellt. Ja, weil das ist wirklich zum Kotzen. Ah ja, aber gut, das ist halt eine Möglichkeit, um meine Applikation in verschiedenen Environments anzupassen über Templating. GitLab haben wir noch, ein DevOps-Tool, also kennen eh die meisten, das ist eigentlich ein Git-Repo-Viewer gewesen am Anfang mal. Inzwischen kann es halt Issue-Handling, Wiki, CI, CD und alles mögliche andere Zeugs, also ist im Prinzip das mehr oder weniger das gleiche wie GitHub, nur ist es Open Source und man kann es installieren selber und es gibt eine Gratis-Version, die man self-hosten kann und so weiter. Ganz cool. CI, Continuous Integration, und CD ist Continuous Delivery. Damit ist gemeint, dass man möchte, dass jeder Commit in das Repository soll automatisch die Software bauen und einen neuen Release automatisch bauen. Ja? Anstatt einmal im Monat einen manuellen Release zu cutten, wie man das vor 10 Jahren vielleicht noch gemacht hat. In GitLab gibt es Pipelines. Das sind alle Steps, die man machen muss, um einen Build, also um ein Build zu machen. Also Build, Test, Release, Deploy, bla bla bla. Es gibt Jobs, das ist so ein Step in so einer Pipeline. Es gibt Artifacts, das sind Sachen, die produziert werden von einer Pipeline, die nachher irgendwie liegen bleiben, die spätere Steps in der Pipeline verwenden können. GitLab selber hat auch seine Docker Registry, wo ich Docker-Images hineinpushen kann. Schaut irgendwie so aus. Also das ist jetzt eine Pipeline. Man kann auch hineinklicken in das Detailding, wo man halt die einzelnen Stages sieht und die einzelnen Jobs. Also kann man alles schön herumklicken. Man sieht dann zum Beispiel hier, dass das eine manuelle Interaktion braucht, dass dieser Job geht nicht automatisch, die muss ich manuell starten. Die anderen Jobs gehen mehr oder weniger von alleine, teilweise parallel, wie auch immer. Das ist ganz cool. Es gibt für GitHub noch später einen Vortrag, deswegen ja, gehe ich jetzt nicht viel mehr ins Detail. Aber GitLab automatisieren und vom Build und automatisieren vom Deployment. Also um den theoretischen Teil kurz zusammenzufassen, wir haben eine Cloud-Ready Perl-App, einfach zu installieren, externe Services sind nicht hardcodiert, keinen lokalen State, wir haben Docker, um die Applikationen in Docker-Container zu packen, wir haben Kubernetes, das sicherstellt, dass alle einzelnen Teile der Applikation im richtigen State sind und dass sie miteinander sprechen können, wir haben Helm, um dieses ganze Templating zu machen für die verschiedenen Environments und wir haben GitLab CI, um das Ganze zu automatisieren. Ja, also das ist ungefähr dieses Zeugs. Jetzt kommt noch ein kleiner Praxisteil, wo man tatsächlich auch Code sieht. Okay, was wollen wir eigentlich? Also wir wollen eben bei jedem Push in den Master alle Libs und alle Apps, die von diesem Push im Master betroffen sind, sollen gebaut werden, sollen automatisch deployed werden und zwar sollen automatisch nach Staging deployed werden. Wir wollen einen manuellen Weg haben, nach Production zu deployen. Topic Branches, das hatte ich schon kurz gesagt, ohne Live Data, das heißt, da können die Kunden oder wer auch immer herumspielen, Sachen kaputt machen, ist wurscht. Das Ganze relativ schnell, also soll sich ungefähr eine halbe Stunde brauchen für jeden Release, so ein paar Minuten. Rollback, was haben wir konkret, also das ist jetzt irgendwie mehr oder weniger ein Projekt, in dem ich viel herumgearbeitet habe in letzter Zeit. Wir haben einen Haufen von Perl REST APIs, wir haben Perl Demons, wir haben Go REST APIs, wir haben Plain Old Backends, die HTML ausspucken, wir haben cron jobs, wir haben JavaScript Frontends für irgendwelche, also Single Page Applications und so Zeugs. Wir haben Third-Party-Tools, Elasticsearch, Redis, Influx, was auch immer. Also, aber es ist ja im Prinzip ein normaler Stack, das haben die meisten Leute bei einer halbwegs großen Web-Applikation. Wir haben auch Postgres als Datenbank für das ganze Zeug. Bis auf Postgres und ein paar andere Stateful-Backing-Services ist eigentlich alles von diesem Zeug in einem Kubernetes-Cluster. Also, geht. Und das Ganze ist auch in einem sogenannten Monorepo, das heißt, wir haben ein Git-Repository, wo alle diese ganzen, die einzelnen Projekte drinnen sind, wobei die einzelnen Projekte für sich genommen wie ein eigenes Projekt ausschauen, wie ein Perl-Projekt. Also wenn wir jetzt, das ist die Liste von diesem, in diesem Monorepo von verschiedenen Projekten. Okay, also erster Step, wir wollen die Perl-Applikation Cloud-Ready machen. Das heißt, wir brauchen eine Cpend-Style-Distribution, die Dependency ist ein Cpend-File, keine hardcodierten Passwörter, keine Config-Files. Das ist auch ein ganz gutes Statement von diesem 12-Factor-Ding. Man müsste quasi die Applikation jederzeit veröffentlichen können, dann ist sie okay, wenn keine Passwörter hardcodiert drinnen stehen zum Beispiel und keine Connection-Strings. Nichts auf der Disk gespeichert. Ja. Wir schauen uns da irgendeine Applikation an, ist egal, was sie macht.
So ein ganz normales CPAN-Style-Repository-Layout, sage ich mal, mit bin.lib und einem CPAN-File. Die Dependencies listen wir im CPAN-File auf, logischerweise. Also wir könnten auch, man könnte natürlich auch jetzt das Ziel verwenden, das CPAN-File automatisch zu generieren, aber ich schreibe es lieber explizit da hinein. Dann haben wir da drin ein bisschen Perl-Code, jo. Dann haben wir da drin eine Methode, die sozusagen, wo ich ein Bild draufladen kann. In der Methode drinnen, wo das Bild draufgeladen wird, mache ich wiederum einen HTTP-Request irgendwo anders hin und poste dieses Bild an einen externen Service, weil ich darf das Bild nicht speichern lokal. Ja? Weil ein Bild ist auch State und ich kann es nicht speichern, deswegen muss ich es an einen speziellen anderen Service posten, der das tatsächlich gut speichern kann. Und das Ding heißt File Storage. Und wie man hier schon sieht, ist auch die URL, unter der das Ding läuft, nicht hier hardcoded drinnen, sondern ist einfach ein Attribut von dem Objekt, also von dem Model. Wer in den letzten ein, zwei Jahren ein Foto von mir gesehen hat, kennt das. Also es ist das Ganze mit Breadboard, da drinnen sage ich, okay, ich habe dieses Model-Image-Ding und da drinnen werden die Dependencies definiert von dem Ding. Und diese File-Storage-API-URL ist auch hier nicht hardcodiert, sondern ich sage hier, hol die bitte aus dem Environment, aus dieser Environment-Variable. Also Cloud-Ready Perl Apps zu schreiben ist eigentlich relativ leicht, wenn man irgendwie halbwegs Szene Coding Guidelines verwendet und irgendwie nicht mit 20 Jahre altem Code arbeitet. Also mit frischen Projekten anfangen ist das relativ leicht, dann macht man einfach einen CPAN-Style-Zeugs und haltet vielleicht auch an zwei, drei Kleinigkeiten. Ist eigentlich relativ easy. Wenn man dann so ein Ding hat, kann man auch relativ leicht einen Docker-Container draus machen. Dafür braucht man einen Docker-File. Ein Docker-File ist im Prinzip nur eine Beschreibung, was muss ich machen, um diese Applikation zu installieren und zu laufen zu lassen. Das schaut jetzt zum Beispiel so aus. Da sage ich, okay, ich möchte mit irgendwas anfangen, also von welchem Betriebssystem oder was ist die Basis. In dem Fall, es gibt ein fertiges 5.26 Docker-Image für Perl. Das ist veröffentlicht im Internet, das kann ich sozusagen einfach als Basis verwenden. Dann sage ich, okay, installiere mir bitte meine Dependencies. Und zum Schluss starte die Applikation. Okay. Ja. Also, a lot of handwaving hier, also in Wirklichkeit ist es ein bisschen komplizierter. Aber so das Basiskonzept ist das. Ja. Also ich fange von irgendwas an, ich installiere die Dependencies, ich lasse die Applikation laufen. Wenn wir das Docker-File haben, kann man Docker-Container bauen, Docker-Build, spawn ein Base-Image, blablabla. Das schaut so aus, ist langweilig, da sieht man halt, was passiert. Das erste Mal braucht das relativ lange, weil er halt die ganzen Steps macht. Aber das Coole an Docker ist, wenn er die Steps schon mal gemacht hat und sich nichts geändert hat, macht er sie nicht nochmal. Ja, also jeder von diesen Steps, die man hier sieht, wird gecached. Und wenn sich nichts geändert hat, geht das in, keine Ahnung, ein paar Sekunden durch. Dann endet man mit so einem Ding, successfully build, irgendeinen Scheiß. Das ist irgendwie nicht so super. Deswegen gibt es, also wenn man sich das dann anschaut, sieht man halt hier nur diese ID und kann sie nicht wirklich gut ansprechen. Deswegen gibt es Docker Tag, das ist relativ wichtig, wo man sozusagen dieser komischen Commit-ID, sage ich mal, irgendeinen Namen gibt, zum Beispiel hier MyApp. Wenn ich dann nochmal Docker Images aufrufe, sehe ich, okay, jetzt heißt das Ding MyApp und hat den Tag Latest bekommen. Latest ist der furchtbare Default-Tag von Docker. Bestes ist, man nimmt einen eigenen Tag. Also man sagt zum Beispiel die Versionsnummer oder das Release-Datum als Tag. Also ich würde sagen Docker Tag, bla bla bla, MyApp Version 001. Und wenn ich dann anschaue, sehe ich, okay, das Ding heißt MyApp und hat einen Tag, der 001 heißt. Jetzt kann ich sie laufen lassen, indem ich, wie man es jetzt eh schon gesehen habe, Docker Run. Name des Docker-Images. Und das kann ich dann auch in die Docker-Registry pushen, damit ich später verwenden kann. Sage ich einfach Docker-Push an diese Registry, die von GitLab zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird. Okay, Docker-Image gebaut, ist gepusht in der Registry. Jetzt kommt der Orchestrierungsteil von Kubernetes. Also wir haben nochmal hier diesen Cluster quasi, wo die ganzen Dinger rennen. Und jetzt schauen wir uns mal diese Deployments ein bisschen genauer an. Dieses kubectl-Kommando, das verwendet man recht viel, das hat ein recht cooles Interface eigentlich, da kann ich sagen get deployments, dann kriege ich eine Liste von allen meinen Deployments, die gerade laufen. Also da sieht man dann zum Beispiel, okay, ich hätte gerne drei Instanzen von dieser Winxl-API und zwei Instanzen von dieser Winxl-Merchants-API und die laufen auch anscheinend alle. Also es gibt current und up-to-date und available, ist alles okay. Also schaut alles gut aus. Man kann den Namen des Deployments angeben und minus o YAML, dann kriegt man sozusagen das Original-File, das dieses Deployment beschreibt, ausgespuckt. Das ist ein bisschen lang. Ist, was wir vorher schon gesehen haben, also es ist kein Deployment, sondern wirklich, wirklich viel YAML, also in diesem Fall 120 Zeilen irgendwie. Nicht so lustig.
man kann sich nochmal, ich greife ein paar Sachen heraus. Es gibt das ganze Metadata-Zeugs, wo ich zum Beispiel sehe, okay, welche Version ist es? Also dieses Zeugs hier zum Beispiel. Ich habe jetzt eben dieses Spec, wo ich definiere von dem Deployment, was soll passieren, wie viele Instanzen möchte ich laufen haben. Also ich bräuchte zwei Replikas davon, also das hat man zuerst hier gesehen. Es gibt zwei Instanzen davon, die nachher laufen. Und hier gibt es diese Rolling Update Strategy, ist das, was dieses Austauschen von den Pods macht, wenn ich eine neue Version push. Ja? Gibt es verschiedene Strategies und so weiter und so fort, und kann man alle möglichen anderen Sachen auch noch machen. Außerdem gibt es ein Template, das Template legt jetzt fest, also man könnte die Pods auch selber direkt in Manifest-Files machen, aber in Wirklichkeit kann man das direkt in diesem Deployment sagen, okay, so sollen die Pods generiert werden. Nämlich, ich brauche dieses Image hier, was ich gerade gebaut habe, das soll der Container sein. Das heißt, ich habe hier ungefähr 100 Lines auf YAML, um zu sagen, bitte mach sicher, dass wir immer zwei Instanzen von diesem Docker-Image laufen. Okay? Stimmt nicht ganz, da sind noch andere Sachen in den 100 Zeilen, also sind nicht nur dieses eine Statement. Readiness Probe ist ein ganz lustiges Ding, also ich kann eine Readiness Probe definieren, die HTTP-GET verwendet, um diesen Endpoint aufzurufen. Und der Sinn von der Readiness Probe ist, das heißt, dieser Pod ist erst dann, wird dann als verwendbar erklärt, wenn diese Readiness Probe erfolgreich ist. Ja? Das heißt, wenn der Pod neu startet, wartet Kimi jedes Mal ein bisschen, ruft diesen Endpoint auf und wenn man dort ein OK zurückkommt, erst dann wird dann einer von den alten Pods gekillt und der neue Pod als richtiger Pod quasi geupgradet. Ja? Das verhindert, dass die Webseite komplett down ist, wenn man irgendeinen Schaß gebaut hat während dem Deployment. Andere Services referenzieren. Ich habe zuerst diesen Docker Run in den Manuellen so ein bisschen drüber geschummelt. Diese FileStorage API URL habe ich da sozusagen hart codiert, Localhost 3003 irgendwie reingeschrieben. Manual Orchestration, ja, kann man auch machen, aber wird man sehr schnell sehr wahnsinnig. Stattdessen kann ich hier in der Spec sagen, okay, ich habe die Environment-Variablen, also env, möchte ich welche definieren, zum Beispiel diese FileStorage API URL. Und da gebe ich Ihnen eine andere URL an. Jetzt ist FileStorage 8080 ist eine etwas seltsame URL. Und das Coole ist, man kann innerhalb von dem Docker-Ding DNS für Service Discovery verwenden. Okay? Das heißt, wenn ich einfach die URL FileStorage aufrufe, wird innerhalb von diesem Kubernetes-Cluster ein DNS-Request gemacht, der die IPs von allen diesen Pods auflistet, die den FileStorage-Service zur Verfügung stellen. Die werden dann Round-Robin. Kann man sich mal so vorstellen, also der Kubernetes-Cluster besteht nicht nur aus einem Service, sondern aus vielen, vielen, vielen Services. Die wollen miteinander reden. Wenn ich mir jetzt den File-Storage-Service zum Beispiel anschaue, sehe ich da drinnen, der hat einen Selector ab File-Storage, dass der Service selber rennt irgendwo und selber möchte er irgendwelche Pods haben, die das Label ab File-Storage haben. Okay? Ich könnte das mal, wenn ich manuell in meinem Kubernetes-Cluster herumstoche, kann ich sagen, gib mir bitte alle Pods, wo der Selector ab File-Storage passt, kriege ich diese zwei Pods zurück, wie man diesen netten semi-random Dingen hier am Ende sieht, die ändern sich die ganze Zeit. Ja, also die sind eben ephemeral, also werden die ganze Zeit abgeschossen und neu gebaut. Wenn ich mir jetzt einen so einen Pod genauer anschaue, sehe ich, dass dieser Pod innen drinnen das Label up File Storage hat. Ja, das ist so wie dieses Zeug zusammengenäht. Der Pod kriegt ein Label und das Deployment sagt, gib mir bitte alle Sachen, die dieses Label haben. Secrets ist auch noch lustig, also zum Beispiel das Datenbank-Passwort mag ich natürlich nirgendwo hardcoded stehen haben. Ist aber ein Environment-File, da gibt es in Kubernetes ein Ding, das heißt Secret, wo ich sagen kann, ist ein Object, um Secrets zu speichern, überraschenderweise. Also da kann ich als Administrator manuell mal ein Secret eintragen, es wird dann in dem Kubernetes-Cluster gespeichert. Und ich kann dann Get Secrets machen, dann kriege ich das hier zurück zum Beispiel, das Passwort. Das ist nicht das Richtige, also das Passwort hier ist Base64 encoded und das kann dann Kubernetes-Cluster verwenden, um ins Environment hineinzuspeichern. Ja. Also auf die Art mit diesem Value from, Secret, Key, Ref, bla bla bla. Ja. Also das ist ganz nett, dadurch ist wirklich nichts hardcoded drin und auch nicht mal jetzt Datenbank-Passwörter oder sonst irgendwelches Zeugs. Okay, das nächste, was ich kurz herzeige, ist ein Ingress, das ist sozusagen dieser Entry Point hier hinein, wie kommt von draußen der Traffic. Der Ingress funktioniert auch wieder als ein riesiges YAML-Ding, wo ich sage, okay, ich habe ein Backend, das hat einen Service-Name, nämlich diesen Service-Name. Und außerdem sage ich, okay, es soll auf diesem Host laufen, unter diesem Path. Das heißt, der Host ist von außen verfügbar, der DNS-Eintrag von dem Host resolved in den Kubernetes-Cluster.
Und Kubernetes stellt dann sicher, dass ein Request, der dorthin geht, an irgendeinen von den Pods, der gerade läuft, geroutet wird, der den entsprechenden Service zur Verfügung stellt. Ja. Okay, das heißt, ein Ingress linkt zu einem Service, der linkt zu irgendwelchen Pods, die sind gemanagt von einem Deployment. Das ganze Linking passiert über solche Labelselektoren zum Beispiel. Und die Pods laufen in jedem Pod drauf ein spezieller Container mit einem speziellen Docker-Image. Also ich bin Ingress, der sucht den Service, diesen Service, ich habe den Service, der selected Pods mit diesem Tag, ich habe Pods, die haben dieses Label. Okay, das ist ungefähr die Logik. Und dann ist hier das Image, das in diesem Pod läuft. So, das ist alles irgendwie ganz cool, aber es ist jetzt ein Shitload von hardcoded Values drin, also die Numbers der Instances, Docker-Images, Namen und so weiter. Alles hardcodiert da drinnen. Das ist nicht gut, deswegen brauchen wir im Helm, um diese ganzen verschiedenen Environments und Updates zu machen. Okay? Wenn wir uns auch mal sozusagen anschauen, was im Kubernetes Cluster gerade gespeichert ist, wenn ich sage, zeig mir das Deployment, sehe ich, okay, ich habe die Version und den Release so und so, der ist jetzt, der läuft gerade. Und in Helm, in diesen Charts, schreibe ich im Signal das Gleiche hinein, nur dass ich anstatt von diesen hardcodierten Values, wie wir es jetzt eh schon gesehen haben, diese Template-Values mit dem Handlebar-Zeug mache. Also die Curly-Curly, bla bla bla. Das ist jetzt ein Chart-Deployment für dieses Ding. Genauso kann ich die Replikas mit Variablen definieren und alle möglichen anderen Sachen. Ich kann Sachen trotzdem natürlich hardcodiert lassen, wenn sie immer gleich sind. Also der Name von dem Container ist immer dasselbe, aber die Versionsnummer ändert sich bei jedem Release und bei jedes Mal ein neues Docker-Image gebaut wird. Was dann hineingefüllt wird in die Templates, wird in diesen Values-YAML-Files beschrieben, unter Anführungszeichen. Also da gibt es ein Values-YAML, das ist das Default-Ding, das gilt für alles, sage ich mal. Da sage ich, okay, als Default möchte ich haben ein Replika und für Production überschreibe ich das mit zwei Replikas. Und für Staging könnte ich es mit was anderem überschreiben und so weiter und so fort. Auch die ganzen anderen Werte, die da unten drinnen stehen, wohin sollen die Statistics gelockt werden zum Beispiel, sind natürlich für Production und Staging und so weiter unterschiedlich. Und im Endeffekt rendern wir jetzt sozusagen diese ganzen Templates, auch basierend auf den verschiedenen Environments und Command-Line-Values und machen daraus Kubernetes-Charts. Manifest-Files. Das heißt, ich sage Helm install irgendwas, ich kann an der Command-Line mit set irgendwas setzen. Also ich sage, die Version von diesem ganzen Deployment ist dieses Datum hier. Und ich sage außerdem, nimm bitte außerdem alles, was in diesem File drinnen steht und überschreib damit die Default-Values aus dem Values-Global. Das heißt, das ist jetzt ein Production-Deployment, das diese Sachen irgendwie so zusammennäht. Okay, habe ich gerade gesagt. Und im Endeffekt generiert das eben ein neues Set von Kubernetes-Manifest-Files. Pusht die dann und ladet die dann in den Kubernetes Cluster hinein. Okay, wie kann man das Ganze automatisieren? In GitLab, also nach jedem Push, soll GitLab eine Pipeline laufen lassen. Das schaut irgendwie so aus, okay, das sieht man jetzt nicht sehr gut. Also so ein kleines Ding, wo man die einzelnen Steps sieht und das geht, ich kann draufklicken und sehe nochmal genauer, aus was bestehen diese ganzen Dinge. Dann ratet das da halt durch und bleibt dann irgendwann stehen, weil das Deploy-to-Production ist ein manueller Schritt, das soll nicht automatisch passieren, den muss sozusagen irgendjemand manuell vornehmen, haben wir so konfiguriert. Das heißt, wenn da jemand draufklickt, also idealerweise schauen wir uns jetzt mal Staging an, geht eh alles und so weiter und so fort, funktioniert das Feature und wenn das passt, kann man auf Promote to Production klicken. Kann man natürlich auch komplett automatisieren, wenn man seine Tests CO2 sehr vertraut. Und im Endeffekt ist dann alles durchgelaufen, hat irgendwie 2 Minuten 30 oder sowas gebraucht. Ja. 2 Minuten 49, was okay ist. Das Ganze ist wird in einem File namens gitlab-ci.yaml, ach, schon wieder YAML, gemacht. Schon wieder ein sehr großes YAML-File. In diesem YAML-File kann man mal die Stages definieren, also was für einzelne Sachen, also was für quasi Überschriften gibt es, also was wie Build, Release, Deploy und so weiter und so fort. Komplett frei wählbar. Und die ganzen Jobs. Und die Jobs sind jetzt in diesem YAML-File einzelne Dinge, zum Beispiel ein Build-Job könnte so ausschauen, dass ich sage, okay, der heißt Build-Winkel-Merchant, soll in der Stage Build laufen. Ich kann sagen, ein Skript soll ausgeführt werden. Okay. Wenn das Ding läuft, nämlich in diesem Fall make something. Das only changes Winkel Merchant ist auch ganz lustig. Das heißt, dieser Step soll nur dann laufen, wenn sich in dem Mono-Repo im Verzeichnis Winkel Merchant oder drunter was geändert hat. Ja, weil nicht jeder Push, wenn ich an einer anderen App was arbeite, möchte ich, dass die gesamte, also nicht alle unseren 20 Services neu gebaut werden, sondern nur jeweils die von diesem Push gerade betroffen sind. Mono-Repo. Gesagt.
Was ist ein Makefile? Also auch in dieser super neuen, tollen Technologie wird noch 50 Jahre altes anderes Zeugs verwendet. Nicht nur Perl, auch Make zum Beispiel. Also, gut. Ist nicht 50 Jahre alt, okay. Wer weiß, wie alt Make ist. Wo ich zum Beispiel jetzt halt hier Variablen setze, die Version hole ich mir aus Gitref Parse, um die aktuellen Versions, also den Git Commit als Versionsnamen zu bekommen. Diese CI Registry Image wird zum Beispiel von GitLab zur Verfügung gestellt, das ist eine Variable, die GitLab bereitstellt. Und am Ende sage ich einfach nur dasselbe Command, das wir vorher schon gesehen haben, Docker Build Tag mit dem richtigen Namen und der richtigen Version. Okay? Also mit dem, das der Name ist Winkel Merchant und Version ist Tag ID. Release, dasselbe, nur dass ich sage Stage Release. In dem Fall ist es ein Bash-Skript, das ist vielleicht 30 Jahre alt, keine Ahnung. Ist älter als Make oder jünger, wer weiß das. Was wir da machen, ist so ein kleiner Trick, den sieht man hier nicht sehr gut, deswegen habe ich ihn hier mit tatsächlichen Werten eingesetzt. Weil das ist für dieses Rollback-Feature. Sagen wir, okay, hol bitte das Ding, das gerade mit Master getaggt ist, das, was vorher erstellt wurde, tags mit dem aktuellen Release-Name. Das heißt, dieses Image hat jetzt zwei Tags, nämlich den Tag Master und den Tag 2019-03-04 Master. Und dann push den neuen Tag. Okay? Und das machen wir nicht nur für das Ding, was wir gerade gebaut haben, sondern das machen wir für alle Applikationen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so einen Release mache, kriegen alle Microservices oder alle Services denselben Tag. Nämlich also den Tag Datum minus Master. Ja. Das brauchen wir für das Rollback, kommt in Kürze. Deploy, okay, Stage Deploy, Only Master heißt in dem Fall, er soll das bitte nur machen, wenn ein Master gepusht wird, das heißt, wenn ich in einem Topic Branch push, kann ich den gar nicht deployen. Das verhindert GitLab. When Manual macht ihm, dass es ein manueller Step ist, der manuell aufgerufen werden muss und dann wieder ein Skript, das pusht. Habe ich auch schon gesehen. Also in diesem Skript, in diesem Deploy-Skript wird jetzt tatsächlich dann Helm aufgerufen mit der richtigen Versionsnummer, die GitLab irgendwie hineingestellt hat. Und das Image, das raufgeladen werden soll. Genau. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann dieses Manifest-File, das von Helm erstellt wurde, damit das richtige Docker-Image verwendet wird. So, das ist alles, was man machen muss, um den Code in Production zu bringen. Ja. Ureinfach. Noch ein paar von den lustigeren Sachen, also per Branch-Review-Deployments. Wenn man einen einzelnen Branch reviewen mag, kann wir auch immer das machen, mag auf einem, im GitHub auf einen Button klicken. Ja, gibt es irgendwie so einen Button Review App. Diesen Button gibt es nur, wenn man in einem Topic Branch ist. GitLab baut dann die Docker Images für diesen Branch, macht einen neuen Namespace, das hat Kubernetes auch, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber man kann verschiedene Namespaces haben. Macht Helm, um diese ganzen Manifest-Files zu machen für die ganzen Docker Images, ladet das Ganze rauf, macht einen Ingress, macht On-Demand ein HTTPS-Zertifikat für diese eine Ephemeral-URL, die GitLab randommäßig generiert. Das heißt, es gibt irgendeinen einen Hostname, der zufällig erstellt wird. Und jetzt sozusagen sieht man schon langsam, muss ich das Ganze auszahlen. Ja? Also ich kann wirklich auf einen Knopf drücken und 5 Minuten später rennt eine komplette Instanz, die komplett getrennt ist von allen mit HTTPS-Zertifikaten, wo alles drinnen rennt, in einem Environment. Ich kann 10 Minuten herumtesten, kann es dem Kunden zeigen, bist du zufrieden. Und wenn er sagt, ja, alles happy, kriege ich auf einen anderen Knopf, um das ganze Zeug wieder wegzuschmeißen, weil man mag das nicht laufen lassen, das kostet was. Also die, ja, auch wenn man es nicht glaubt, die Pods kosten dann doch was, wenn man sie ganz entlaufen lässt. Rollback funktioniert auch so ähnlich, also wenn ein neues Feature nicht funktioniert, möchte ich einen Rollback machen. Im GitLab UI brauche ich dann einfach nur bei einem alten Deployment auf den Replay-Button beim Promote to Production klicken. Und das macht dann wieder dieses Helm-Upgrade, aber diesmal mit einer Version von vor 2 Tagen zum Beispiel oder von vor 3 Tagen. Und weil alles getaggt ist mit diesem Ding, kriege ich dann sozusagen den Stand von vor 3 Tagen. Auch wenn inzwischen sich 4, 5 Services sich ein bisschen anders entwickelt haben. Das gilt leider nicht für die Datenbank natürlich. Also die Daten sind trotzdem die aktuellen Daten. Ja. Also wenn ein User was gelöscht hat, kann ich so nicht die Sachen wiederherstellen. Genau. Okay, Zusammenfassung. Also wenn jemand alle unsere Applikationen und alles Third-Party-Zeugs wie Redis und so weiter und so fort, machen Docker-Images draus, definieren den Required State, den wir haben wollen und das Linking zwischen diesen ganzen Sachen, also die Orchestration in Kubernetes. Wir verwenden Helm, um diese ganzen unterschiedlichen Environments zu definieren über Templating, also
wenn die Production dann 2 Replikas, wenn Staging nur 1 Replika. Und dann GitLab, um das Ganze zu automatisieren. Das ganze Zeug ist irgendwie sehr kompliziert, wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt. Also das war jetzt wirklich nur ein Glossing over und in Wirklichkeit sind da noch viel, viel, viel mehr Sachen dabei. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob sich auszahlt, ob es nicht angenehmer ist, doch einfach mit Ansible oder irgendeinem anderen Semi-Oldschool-Tool drüber zu fahren. Ja. Auf jeden Fall ist es definitiv netter, als mit SSH auf irgendeine Box zu gehen und dort Git pull und dann irgendwelche Skripts ausführen und dann geht irgendwas nicht und wer weiß, wie das Deployment geht. Also das ist auf jeden Fall horrible, also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall viel besser. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ganz cool. Also es ist ein hoher Aufwand, aber es zahlt sich irgendwie aus. Ja, hoffentlich. Okay. Fragen? Anmerkungen, bitte. Wie machen wir die Anbindung zum DNS für die Hostnames? Das geht über diese Ingress-Geschichten. Das geht über diese Ingress-Geschichte in Wirklichkeit. Also wenn das GitLab einen neuen Hostnamen anlegt, der irgendwie einen zufälligen Namen hat. Ja, nein, achso, das sieht man im GitLab, Entschuldigung. Also im GitLab User Interface, wenn ich sage, ich möchte diesen Review Branch reviewen, klicke ich drauf, dann rattert das ein bisschen und danach gibt es im GitLab einen Button, auf den kann ich draufklicken und der führt mich dann dorthin. Und die URL nehme ich dann und schicke sie an den Kunden. War das die Frage oder? Okay. Wenn der Kunde dann mit dem DNS-Namen kommt, dann muss er sich auf eine IP-Adresse oder irgendwo eine Verbindung, muss es mit dem DNS oder wie auch immer sein. Interessante Frage, weiß ich jetzt im Detail nicht. Ich nehme an, dass wir halt das geht dann auf randomname.projekt.company.com und wir werden dann wohl irgendein Wildcard-DNS-Ding haben, dass das dann matcht und alle Requests, die nach Review-Branch-Sternen gehen, auf. Also nehme ich jetzt an, müsste ich ein Fahrrad fragen, aber ja. Ja? Okay. Ja, also die Frage ist, Rolling Updates, wie ist das mit dem Sterben lassen von den Ports? Also wenn ich sozusagen ein Update mache und der Pod soll keine neuen Requests mehr surfen oder ist gerade mittendrin, einen Request zu machen, ja, hat's. Also da gibt es ein Teil von diesen 150 Zeilen YAML sind quasi im Prinzip auch die Definition, was soll passieren, wenn das Ding stoppt. Soll es keine mehr abnehmen? Du kannst auch sagen, also ich muss auch sagen, da bin ich jetzt noch nicht hundertprozentig belesen, aber ich weiß, dass es geht. Man kann sich da ziemlich austoben mit allen möglichen Zeugs. Ja, also da haben sie schon dran gedacht. Also es sind, muss man schon sagen, smarte Typen, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie zwei Typen im Hinterzimmer gemacht haben, sondern das kommt schon ursprünglich eben von Google, die haben ähnliche Systeme jahrelang verwendet und dann wurde es quasi generalisiert und vergrößert und da arbeiten noch viele Leute dran, es wird viel verwendet, also es gibt schon sehr viel. Ja. Und auch noch antworten. Ja. Okay, also das war die Antwort auf die vorherige Frage. Ihr habt das gehört, ich wiederhole es nicht. Sorry für das Video. Für die Leute zu Hause, müsst halt herkommen. Da haben wir noch eine Frage, ja? So, it's a comment or a question? It's a comment or a question? Ein Comment. Okay. For the benefit of the people at home. Oh, okay. So, mit dem, English. With the previous job I was working for, and maybe you've seen Waterkip or Wesley Swengelen. He has been doing a presentation in Glasgow about Perl and Docker. One thing I saw with yours was that you were doing the Docker build completely from scratch with a cpanel file. He gave a very good suggestion because this build process, depending on how many dependencies you have, can take hours. So what he did is that when you have no changes in your cpanel file, you can build a new layer in your
Docker thing, make put that into your registry. So next time you will have changes in your application itself, you will save a lot of time just pulling out that specific registered Docker images. It will save a lot of things. But if you have any questions about that, just look at the presentation from Glasgow, I think. Okay. Yes, the Docker image I showed is not something you should use. That's way too simple. And in fact, in Docker, you usually have different layers, and you can build from other environments and stuff like that. So that was very simplified and not as fast. If you do it like that, it would take much longer than 2 minutes. But it's too complicated to show in like an overview talk like this one. Okay, one more question. Magst du auch das Mikro haben? Okay. So, Make was made in 1976. 76. Okay, so it's like 2 months younger than me. Oh. Okay. Okay. But it behaves like an operating system. Also im Container ist kein Betriebssystem drin, sondern Bibliotheken. Da stimmt natürlich, das Host-System stellt das Betriebssystem zur Verfügung. Das ist aber unterm Strich ein Namespace. Ja. Okay, richtig, danke. Für mich als dummen Entwickler schaut es aus, als wäre ein Betriebssystem da. Die Leute denken dann, dass es eine Virtualisierung. Okay. Ja. Stimmt, also guter Kommentar. Natürlich ist kein Betriebssystem drinnen, sondern es setzt auf der Betriebssystem der Node-Maschinen auf und macht dann darauf sozusagen über dieses Virtualisierungsdings, Namespacing, seine Sachen. Ja. Aber kann man, wenn ich zum Beispiel auf einem Debian-Host-System bin, ein Docker-Image laufen, das ein anderes Betriebssystem? Ja. Okay. Weil die Kernel-API oder die Kernel-API tatsächlich stabil ist. Für Linux. Okay. Und wie ist das unter Windows? Also. Kann ich über einem Windows-Host ein Linux-Docker-Image laufen lassen? Windows-Services for Linux make it possible. Okay. Das heißt, okay. Aber dann provided quasi Docker das Betriebssystem unter Anführungszeichen. Nein, Docker provided ein Virtual in Hyper-V und in Hyper-V you have a Linux-Kernel and a Linux-Kernel. Okay. It's a stable API and you can run each operating system. Ja. Libc. Okay. Gut, okay, ich glaube, dann wäre jetzt Mittagspause angesagt, oder? Weitere Fragen und Diskussionen kann man dann noch so machen, oder? Okay. Wenn was nicht geht. Wenn irgendwas im Stack nicht funktioniert, dann rennt normalerweise das alte Zeugs weiter. Ja, also. Ja, das Fehlersuchen ist lustig, ja. Also es ist. Ja. Aber es geht. Ja, genau. Also dieses Logging siehst du mit einem Elasticsearch eigentlich auch sehr schnell, was hakt. Wenn du ordentlich gearbeitet hast. Ja, aber es ist eine Umstellung vom alten SSH mich auf die eine Kiste und fummel dann dort rum. Ja. Okay, danke sehr.